du meinen Laptop aufladen? Ja. Und meine Powerbank? Okay. Wie wär's denn, wenn wir dein Stromding fertig bauen? Hier so Strom auf dein Auto machen, endlich mal. Das wäre echt nice. Ja, wie machen wir das? Strom in so ein Auto zu bekommen, ist eigentlich ganz einfach. Man kauft sich Solarpanel, dicke Kabel, einen Ladecontroller, eine Batterie. Dann noch die nötigen Anschlüsse, je nachdem, was man benötigt. Und das war's dann auch schon. Genau so ein Setup habe ich ja. Hier sind meine Solarpaneele. Das da ist mein Laderegler. Der speist da unten alles in die Batterie rein. Und von dort aus wird alles überall verteilt. Im ganzen Fahrzeug USB-Kabel und auch 12-Volt-Anschlüsse. Der Kostenpunkt liege dabei bei 300 bis 400 Euro. Aber das können wir uns nicht leisten. Aber noch viel schlimmer ist, dass mit einem Solarpanel auf dem Dach Lanas schöner, getarnter Camper sofort auffliegt. Wir lieben das ja, mit einem Stealth-Camper herumzureisen. Keiner merkt, dass wir da drin pennen. Und so können wir natürlich auch stehen, wo wir wollen. Also was gibt es denn noch für Alternativen? Bei solchen normalen Wohnmobilen gibt es den normalen Landanschluss. Man kommt auf einen Campingplatz, schließt ein Kabel an, man hat Strom. Sowas haben wir aber nicht. Wir stehen auch nie auf Campingplätzen. Dann gibt es noch sowas wie einen Ladebooster. Das habe ich auch verbaut. Man kann mit dem Motor die Bordbatterie laden. Hier ist das gute Stück. Da gehen die dicken Kabel vom Motor rein und wieder dicke Kabel raus. Ebenfalls zur Batterie da unten. Ich habe mir dann hier unten unterm Lenkrad noch einen Knopf reingesemmelt, damit ich selber kontrollieren kann, wann er lädt und wann nicht, damit er nicht ständig meinen Sprit frisst. Ich denke, sowas wäre eine Alternative für dich. Das glaube ich. Du weißt doch gar nicht, wovon ich rede. Nee. Es geht darum, dass du hinten eine Batterie reinbekommst und die mit dem Motor lädst. Dann hast du dann 12 Volt Bordbatterie, musst so kleine Ladegeräte haben, die auf 5 Volt und sowas USB umrechnen. Wobei mir fällt ein, wenn man umrechnet, dann verliert man auch immer ein bisschen Strom. Ich denke, es wäre für dich besser, alles bei 5 Volt zu lassen, weil du ja auch deinen Laptop mit 5 Volt lädst. Also mit dem USB-Gedöns, ne? Sie hat ja so ein MacBook Super Pro iOS-Gedöns. Die nehmen ganz normal USB-Kabel an. Also eigentlich könnte man dann alles mit Akku-Packs machen. Theoretisch schon. Das wäre dann auch billig. Das wär sehr billig. Das können wir uns leisten. Das können wir uns leisten. Das heißt, wir machen tatsächlich alles aus USB. Was braucht man dafür? Hier haben wir so ein Mini-Ladegerät. Das kommt in einen Zigarettenanzünder rein. Der macht 5 Volt und 3 Ampere. Das sind 15 Watt. Das wird uns gar nicht reichen. Weil wenn wir dann hinten Akku-Packs reinbauen, die 20.000 mAh haben, müsste man über 6 Stunden Auto fahren, um den aufzuladen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall so ein Ladegerät hier vorne, das richtig viel Power hat. Und dazu müssen wir auch gucken, ob das Auto überhaupt so viel Strom abgeben kann. Da haben wir das Opel Zafira A Lichtmaschine. Das ist der Stromgenerator. 12 Volt, 100 Ampere. Das sind über 1000 Watt. Das ist unglaublich. Das heißt, wir können da ein richtig krasses Ladedings reinsimmeln. Die Frage ist nur, ob die Kabel, die hier bis zum Zigarettenanzünder gehen, ob die überhaupt dick genug sind, um so viel Strom zu leisten. Ich guck mir mal an, wo die Batterie da so sitzt. Ob wir das alles direkt an der Batterie anschließen können. Da muss man dann natürlich viel Geld für Kabel ausgeben. Das heißt, wir gehen hier dran und ziehen die Kabel hier irgendwo so durch. Ich habe leider keine Ahnung, wo wir dann hier rauskommen würden. Ja, ist alles sehr eng hier, ne? Das ist nicht gut. Wie man hier sieht, hier gibt es ja viele 10 Ampere Sicherungen drin. 10 Ampere heißt, dass dann durch so einen Zigarettenanzünder wahrscheinlich auch noch 100 Watt durchkommen. Und das ist schon eine Menge Strom. Das heißt, wir brauchen unbedingt ein richtig krasses Ladegerät. USB-Kabel, die lang genug sind, um nach hinten zu gehen. Und dann nehmen wir unsere Akku-Packs, die wir jetzt gerade haben, und schließen die an und testen erstmal, wie gut das lädt, wie lange das am Laptop aushält, wie viel das kostet und wie verblödet wir eigentlich sind, weil wir wahrscheinlich alles falsch machen. Das heißt, wir fahren sofort los und suchen nach passenden Ladegeräten und Kabeln. So, China-Laden Nummer 1. Jetzt bin ich gespannt. Die Läden sind voll geil. Hier gibt's einfach alles zu holen. Es ist alles in so einer dicken Lagerhalle reingepresst hier. Einziges Problem ist, dass man Augenkrebs bekommt, weil hier so viele Produkte reingestopft werden. So, wollen wir mal gucken. Ja, da ist es direkt. 100 Watt. Was ist das denn? Alter, was ist das? Ist das Diebstahlschutz? Habla inglés? No, porque no. Inglés. There's a product with a red thingy in front of it. Yeah. It's a thief protection or what? Yeah. Gracias. No problem.
Should you need anything else? No. I think thanks. Oh, ich hole mir dann noch direkt noch so einen Lötkolben mit dazu, weil, sagen wir mal ganz ehrlich, das Ding ist wahrscheinlich totaler Schrott und wird nicht halten. Zinn auch noch direkt dazu. So, und die Kabel machen wir im Nachhinein. Ich will das erstmal testen, bevor ich mir jetzt hier 5 Meter USB-Kabel hole. Schließen wir das an, testen wir das alles und danach bauen wir das richtig aus. Ist schon krass, ne? Einfach so eine Lagerhalle und alles so zum Hinterherwerfpreis. So, da wären wir. Als allererstes nehmen wir dieses Ding erstmal auseinander, weil ich kann es nicht glauben, dass man für 6 Euro ein 100 Watt Ladegerät bekommt. Das will ich mir von innen anschauen. Also die Kabel, die hier drinnen langführen, halten auf gar keinen Fall 100 Watt aus. Huch. 100 Watt ist ja eine Menge Strom, ne? Und das soll durch so eine Pipi-Leitung durchfliegen. Boah, das wird auf jeden Fall brennen. Hier drin haben wir so eine schöne Platine, Kondensatoren, Transformatoren. Schaut mal, das eine Kabel ist jetzt schon abgerissen. Ja, das werde ich auf jeden Fall alles besser zusammen basteln müssen. Weil das Gerät hat ja 2 Anschlüsse, wo die 12 Volt, das Autostrom quasi einfach nur weitergereicht wird. Und einmal wird es zu USB-Strom transformiert. Und diese Teile hier, die den USB-Strom machen, die halten auf keinen Fall viel aus. Ich habe so den Verdacht, dass da 100 Watt draufsteht, weil die behaupten, dass der 100 Watt an Autostrom weitergeben kann, aber die USB-Buchsen können das auf gar keinen Fall. Was aber auch nicht allzu schlimm ist, weil wir können die USB-Anschlüsse nehmen und dann hier an dem Autoanschluss noch weitere USB-Anschlüsse dranpacken und dann alle USBs miteinander verbinden, sodass wir dann quasi ein Kabel haben, wo richtig fett USB, also 5 Volt Strom durchballert. Das heißt, den Rest des Dingens hier werde ich noch ein bisschen dicker löten, dass die Kabel sich nicht lösen und so. Und dann haben wir so ein richtig böses Ladegerät. So, ich habe jetzt mal in den Zigarettenanzünderstecker reingeglupscht. Da sehen die Verlötungen richtig geil aus. Aber hier hinten werde ich alles neu machen. Das geht gar nicht. Dann verwandelt sich der Zigarettenanzünder in einen Autoanzünder. Oh, heiß. Nichts, alles gut. Ja, es gibt hier so Lötstellen wie Maschinen löten. Es gibt Lötstellen wie Profis löten. Und dann gibt es Lötstellen wie die Penner löten. Was für ein Oschi, also das ist keine Brandstelle mehr. So, und dann gucken wir nach, ob das Ding überhaupt noch funktioniert. Jo, es sieht gut aus. Bevor ich mich an die Verkabelung dran mache, würde ich gerne testen, wie schnell das Teil an und für sich bereits lädt. Das Kabel würde ja quasi die Power von allen Anschlüssen kombinieren und dann in die Powerbank reinjagen, aber meine Powerbank ist bereits zu 100% vorbildlich aufgeladen. Deswegen muss ich den heute Abend erst verbrauchen und dann geht es morgen weiter. Und zack, da sind wir wieder. So, ich habe jetzt einfach die ganze Nacht Filme laufen lassen. Der ist auf 47%. Akku ist rappelvoll. Ist er drin? Ist er drin? Jawohl. Das Ding leuchtet. Handy her, Uhrzeit nehmen, 13:17. 47%. 13:17, 47%. Merken. Lieber aufschreiben. Okay. Wir werden jetzt hier 2 Kabel miteinander verbinden und dann vergleichen, wie schnell die das Akku-Pack laden können. Lana, willst du ein Kabel durchschneiden? Das ist unheimlich befriedigend. Dieses hier, nicht das hier. Ja. Oh. Das ist toll, ne? Darf ich das auseinanderfriemeln? Nee, das muss ich machen. So, und diese 2 USB-Kabel werden wir dann verbinden. Das ist eine gute Idee. Dann so rausführen, sodass die beiden halt auf den hier rauskommen. So, jetzt kommt das Geilste. Wenn man so ein USB-Kabel aufmacht, sind da mehrere Adern drin. Wir müssen die Stromkabel finden, die Plus und Minus haben. Offiziell sollten Kabel eigentlich rot für Plus und schwarz für Minus haben. Wir haben hier aber 2 weiße, einen grünen und einen roten. Noch besser ist dieses Kabel hier. Da haben wir 3 Kabel drin. Einen weißen, einen grünen und einen roten.
Das sind halt diese Billig-China-Kabel, ne? Das habe ich so oft gesehen, da muss man halt immer selber rausfinden, was was ist. Aber wir wissen, dass bei den Steckern links Minus ist und rechts Plus sein muss. Das heißt, ich habe jetzt einfach mal einen weißen und einen roten, die zwei dicken, freigemacht und check direkt mal. Der weiße reagiert schon mal auf alles. Ja. Der rote ist schon mal Plus. Aber das macht schon Sinn, wenn weiß Erde ist, dann können die einfach alles zur Erde machen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ja, dann hoffe ich, dass das bei dem anderen Billigkabel genauso ist mit weiß und rot. Nein, ist es natürlich nicht. Hier ist die Ummantlung Erde, also schwarz, also Minus. Die in China halten sich gar nicht an Vorschriften oder sowas, die bauen einfach irgendwie irgendwas. Okay, ja, dann können wir unser Kunstwerk jetzt zusammenlöten. Oh Mann, Alter. Geilste Verlötung, die es gibt. Nicht. Guck dir dieses Krüppelding an. Ist das peinlich? Ich find's schön. Ja. Habe ich mir schon gedacht. Guck mal, du hältst den hier da dran. Ich halte den hier da dran. Richtig rein da in die Suppe. Ja. Professionelle Isolierung, Leute. So geht das. Hört bloß nicht auf irgendwelche anderen Lehrer oder Fachkräfte. So macht man das. Elektriker. Ich arbeite als Elektriker. So, unser Testkabel ist fertig gelötet. Kommen wir zum Akku-Pack. Der ist jetzt bei 57% und wir haben 14.12 Uhr. Das ist ja mal echt eine miserable Ladezeit. Das bedeutet, in einer Stunde lädt der standardmäßig 10,9% meines Akku-Packs auf. Und das vergleichen wir jetzt mit meinem Tuning-Kabel. Man sollte das eigentlich einfach nur verbrennen, das Teil. Das heißt, das normale Kabel nehmen wir raus. Normales Kabel. Wer hat heutzutage normales Kabel? Und packen ganz vorsichtig dieses verrückte, aufgemotzte Scheißteil da rein. So ungefähr. Oh Mann, Alter, das wird so in die Hose gehen. Okay, eins, zwei. Ich mache erstmal kurz an. Scheint zu funktionieren. Akku-Pack. Oh Mann, bitte nicht explodieren. Ah, es lädt! Ha, es lädt! 57% bei 14.15 Uhr. Oh. Okay, ja, es lädt auf jeden Fall schneller. Es ist noch nicht mal eine Stunde rum. Der hat jetzt schon 10% aufgeladen. Ich rechne das mal durch. 10% in 45 Minuten. Das wären 13,3% pro Stunde. Ist jetzt nicht doppelt so schnell oder sowas. Aber immerhin, ich befürchte auch, dass das Teil hier unser Bottleneck ist, unser Flaschenhals ist, also dass der Schwachpunkt ist. Ich check das mal eben. Ja, der merkt da nichts. Das Gerät hier ist auch ein bisschen warm, ja. Diese Akku-Packs, das ist mir vorher nicht eingefallen, diese Akku-Packs rechnen ja auch um und können auch nur eine bestimmte Leistung umsetzen. Das wird wahrscheinlich zu unserem nächsten Bottleneck. Aber wir machen ja erstmal Tests. Das heißt, wenn sich das wirklich als geile Idee durchsetzt, dann würden wir uns ein mega Akku-Pack holen, das super schnell geladen werden kann. Jedenfalls bin ich jetzt gespannt, wenn wir hier hochgehen. Die Kabel sind auch noch kalt. Und hier geht's los. 30 Grad. 41 Grad, 46 Grad, also hier ist es ja tatsächlich ziemlich heiß. Diese kleine China-Schrottbauteile, die hier das Autostrom zum USB-Strom umrechnen, die sind überfordert, die sind am Limit. Die Kabel selber werden nicht warm, die sind okay und der hier ist auch ein bisschen warmer, aber es wird ja immer, aber noch lange nicht so warm wie dieses Teil, das heißt, das hier ist überfordert. Was wir jetzt machen ist, wir holen uns noch weitere Ladegeräte und noch viel mehr USB-Kabel, dass wir auf jeden Fall so ein richtig böses Teil haben und gucken, wo das Limit von dem Ladegerät hier ist. Aber ich habe nicht nur vor, ein Akku-Pack reinzuballern. Wir werden dort das Ding so bauen, dass man drei oder vier Akku-Packs nebeneinander ballern kann. Das heißt, die werden dann auch nicht so überfordert sein. Ich frage mich echt, irgendwann müsste eigentlich so ein Kabel richtig heiß werden und durchbrennen. Aber probieren wir es erstmal aus.
Ich freue mich so. Boah, das fällt ja echt was aus, du. Hola. Ich bin jetzt schon richtig überlastet. Ja, ne? Das, man kommt rein. Boah, man kommt rein und es ist einfach Farbexplosion. Aber auch vom Sonnen. Boah, es geht hier noch runter. Boah, geiler Laden. So, da wären wir. Zuerst fangen wir an mit den Autoladegeräten, mit den Autostöpseln. Hier gibt es diese Quick-Charge-Dinger, aber die spielen mit der Voltzahl herum. Das heißt, die ändern von USB 5 Volt, gehen die einfach auf 9 Volt und ändern die Amperezahl. So eine Hexerei machen die. Wir bleiben beim normalen USB, das heißt, wir brauchen die hier. Das sind 2,4 Ampere, na, das ist nicht so. Der hier, 3,1 Ampere, das ist das höchste, ohne Quick-Charge. Wir haben zwei weitere Slots, also nehmen wir zwei Stück davon. Dann brauchen wir die nötigen Kabel. Da würde ich tatsächlich einfach nur irgendwelche x-beliebigen nehmen. Wichtig ist, dass wir diese Stecker hier haben. Und wie das endet, ist egal, weil wir schneiden die eh durch und löten die um. Das heißt, da bleiben wir auf jeden Fall hier bei 4 Stück. Und jetzt müssen wir das Kabel wählen, das in die Akku-Packs reingehen. Wir haben 2 Akku-Packs, mein Akku-Pack und Lanas derzeit. Also nehmen wir auch erstmal nur 2 Kabel. Da gucke ich einfach mal, dass ich etwas dickere Kabel nehme, damit die nicht so heiß werden. Die sehen dick aus, ne? Ja, dann nehmen wir 2 davon. Steht sogar drauf, Bolt Copper Wire. Das ist geil. Haben wir alles? Ja. Traust dich nicht, das einmal richtig zu machen. So, die beiden kommen dann hier noch rein, dann kommen die 4 Kabel da überall rein und die werden zusammengelötet, dass die 2 Kabel dann rauskommen. Heute fängt mein Auto Feuer. So, gucken wir uns erstmal die Dicke der Eingangskabel an. Gibt's jetzt Essen? Mhm. Muss ich? Ja. Aber ich will weiterspielen. Okay. So, jetzt aber. Nee, wenn man das mit den Kabeln davor vergleicht, ist ja ungefähr das Gleiche. Das sind ja jetzt die Kabel, die jetzt nicht sonderlich belastet werden. Und jetzt gucken wir uns die Kabel an. Ich hoffe, die sind dicker. Ansonsten könnten wir ein Hitzeproblem bekommen. Einmal reingucken. Ja, die sind schon etwas dicker hier. Doch, oder? Doch. Das ist gut, das ist gut. Ach, geil, das freut mich. Okay. Jetzt werden die 4 Eingangskabel mit den 2 Ausgangskabel mitten ineinander verlötet. Dann stöpseln wir alles hier rein an. Und dann werden wir mit diesem Ende hier sowas von schnell laden können. In meiner Vorstellung, da werden Blitze rauskommen. Ich bin Elektriker, ich weiß sowas. Boah, das ist ein Akt, ey. Ich habe vorher überall Zinn drauf angelötet, die dann mit Kabelbindern zusammen fixiert und dann auf den Lötkolben dicken, fetten Zinntropfen drauf gesammelt und die Kabel da einfach reingehalten. Ist ein riesen Zinnklumpen da dran, aber ist mir egal. Besser kriege ich das hier so mit dem Rumgefuckel nicht hin. Das wird dann jetzt noch alles abgeklebt. Ich werde auch komplett durchmessen, ob die Verkabelung richtig ist. An dieser Stelle übrigens Dankeschön für eure Spenden und auch für die Kanalmitgliedschaften. Die ermutigen mich, erst so einen Quatsch jetzt anzustellen. Wenn ihr immer nur ein bisschen spenden wollt und ich euch etwas zurückgeben darf, dann zieht es eher in Betracht, eine Mitgliedschaft abzuschließen. Da kann ich dann immer so kleine weitere Videos hochladen, die dann nur für die Mitglieder sind. Aber egal, zurück zum Thema. So, das heißt, ich ziehe jetzt hier die Isolierung drauf, messe alles durch, schließe das an und dann brennt mein Auto nieder. Oh Mann, ey. Das ist totale Fuscharbeit. Höchsten Grades. Einmal das Kabelsalat durchmessen. Hallo. Was hast du jetzt vergessen? Dein Fuß ist wieder offen. Dieselbe Stelle? Ja. Ich hole Desinfektionsmittel. Ist das wieder... Dein Schlappen ist wieder blutig. Na, irgendwie. Wie kriegst du denn das immer hin? Das ist ich und irgendwo reinklettern, wo ich nicht reinklettern soll, weißt du? Ich versuche in die Ruine zu gehen. Du hast mal wieder versucht, irgendwo einzubrechen. Nee. Nee. Nur in die Ruine, weil das geil aussah für das Video.
Das ist so geil. Aber hey, jetzt können wir den Leuten zeigen, dass wir es gelernt haben. Okay, kleine Side Story. Danke für die Tipps von euch übrigens. Mit dem Desinfizieren und so. Okay. Das ist tatsächlich funktioniert, ne? Ja, dann. Ja, mir fallen keine Gründe mehr an, warum ich das nicht testen sollte. Ich schließe es jetzt an. Ich habe Angst. Schaut mal, so schaut das aus. Das kommt in den Zigarettenanzünder und das kommt dann dort raus. Das geht alles dann hier in die zwei Dinger rein. Oh Mann. Okay. Wir haben hier 12,89 Volt. Ich schalte nur kurz ein. Okay, hier leuchtet alles. Das leuchtet, das leuchtet. Spannungsabfall haben wir nicht, weil hätte ich da irgendwie was falsch verkabelt, dann gäbe es einen Kurzschluss und dann würde die Spannung so in den Keller schießen. Okay, mein Akku-Pack habe ich wieder auf 43% runtergeritten. Hier ist alles angeschlossen. Oh Mann, ich habe Angst. Ich mache das jetzt. Ich mache das einfach. Spannung ist da, okay. Einfach machen, Tobi, keine Angst haben. Oh, es lädt. Es lädt. Diese Scheiße funktioniert. Es lädt. Okay. Raucht es irgendwo oder so? Nö. Einmal kurz die Temperaturen checken hier. Normal. Die Lötstelle. Normal. Es scheint zu funktionieren. Es scheint zu funktionieren. Das kann's doch nicht sein, wie geil. Ja, ich bin jetzt mega gespannt, wie viel Leistung das Ding bringt. Wie schnell das die Powerbank auflädt im Vergleich zu den anderen. Wir hatten ja einmal 10,9% pro Stunde, dann hatten wir irgendwie 13,3% die Stunde und jetzt kommt das absolut aufgemotzte Megateil. Aber das kommt dann leider erst im nächsten Video, weil morgen kommt dieses Video bereits raus. Dann wird das jetzt ein Zweiteiler. Die Lana hat übrigens ihren Fuß aufgeschlitzt, weil sie gerade da unten versucht, ein Musikvideo zu drehen. Guckt euch die Aussicht an. Die macht ja immer mega geile Shots und sowas. Ich guck mal, ob ich sie finde. Ich glaube, ich höre sie. Ja, wenn ihr sehen wollt, ob es sich für sie gelohnt hat, ihren Fuß aufzuschlitzen, dann besucht ihren Kanal Solana The Artist auf YouTube. Lasst ihr gerne einen Kommentar da bezüglich ihres Fußes. Das wäre mega witzig. Ja, die Ergebnisse der Messung und der schöne weitere Ausbau in ihrem Auto kommt dann im nächsten Video. Das kriege ich heute nicht mehr hin. Danke fürs Zuschauen. Ich hab euch ganz doll lieb, Leute. Wir sehen uns unterwegs.